Das ist das Honor Magic 6 Pro, eines wohl der vielleicht besten Smartphones auf dem Markt. Warum genau, das verrate ich dir jetzt, denn ich habe es volle 2 Wochen getestet, aber Obacht, es ist eine Importversion. Was das genau bedeutet und warum ihr trotzdem spart, all das erkläre ich euch jetzt. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Volle 2 Wochen, Honor Magic 6 Pro. Oh mein Gott, womit soll ich nur anfangen? Es gibt so viel, über das ich bei diesem Smartphone sprechen möchte und genau deshalb seid ihr hier richtig. Falls ihr aber sagt, keinen Bock drauf, dann gewinnt doch einfach das S24 Ultra in diesem Video, also klickt da jetzt rein. Ganz wichtig, ich habe es am Anfang vom Video gesagt, es ist ein Importgerät, funktioniert aber komplett auf Deutsch. Was aber noch so zu beachten ist, erfahrt ihr später in diesem Video. Aber ich würde einfach sagen, los geht's. Mit 225 Gramm bei einem 6,8 Zoll großen OLED-Display seid ihr hier extrem gut aufgestellt. Warum die Grammzahl aber so interessant ist, auch das erfahrt ihr später in diesem Video, denn es gibt etwas extrem Cooles. Cool ist auf jeden Fall auch abgerundete Kanten, die hier an dieser Stelle wirklich für ein hochwertiges Gefühl gesorgt haben und zu keinen Fehleingaben geführt haben, denn das ist für mich immer oft ein Kritikpunkt. Ihr habt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, LTPO-Display ist hier mit am Start, QHD Plus Auflösung, das Ganze könnt ihr einstellen und schnallt euch an, eine Bildschirmhelligkeit von, richtig, 5000 Nits. Damit ist es das hellste Display zurzeit auf dem Markt und das merkt man schon. Das tut diesem Smartphone extrem gut und dieser Größenwahn, der geht ja einfach weiter. Insgesamt liegt dieses Smartphone also wirklich sehr schön in der Hand, aber es gibt eine Sache, die möchte ich ergänzen. Wenn ihr ein Case nutzt, habt ihr das nicht. Nutzt ihr das Ganze aber ohne, ist es ein bisschen schwer auszubalancieren, denn das liegt am Kamerabump auf der Rückseite. Aber man muss sagen, das Ganze hat auch das Oppo Find X7 Ultra, denn auch das hat einen riesigen Kamerabuckel auf der Rückseite oder auch das Xiaomi 13 Ultra. Und dadurch wird es natürlich immer schwer, so das so ein bisschen auszubalancieren. Aber wie gesagt, mit einem Case ist das komplett hinfällig und vielleicht liegt es auch irgendwie an meinem Handling. Ich weiß es nicht. Snapdragon 8 Gen 3 ist hier mit dabei. Ich habe das Ganze in der kleinsten Ausführung mit 12 GB RAM und einem internen Speicher von 256 GB. Dafür spart ihr hier aber ordentlich. Darüber sprechen wir auch gleich. Oh, stopp, eine Sache noch. Habt ihr Bock, über Technik zu reden? Jeden Donnerstag, 21 Uhr im Livestream könnt ihr mitsprechen, eine volle Stunde oder später einfach als Podcast anhören. Also, wenn ihr Bock darauf habt, seid einfach mal mit dabei. Mit Android 14 und der Magic OS 8 habt ihr hier das neueste Betriebssystem mit der neuesten Android-Version am Start. Jetzt kommen wir aber zu den Punkten, über die man bei einem Importgerät auch sprechen muss. Denn ihr habt hier leider kein Band 20. In meinem Test konnte ich das nicht abrufen. Außerdem, nun ja, oder was soll ich sagen, positiv ist zu sagen, das komplette Smartphone nutzt ihr auf Deutsch. Es gibt keine Übersetzungsfehler oder irgendetwas in der Art. Leider funktioniert nicht Android Auto und die Satellitentelefonie ist nur für China. Allerdings muss man da auch mal schauen, inwieweit das bei dem globalen Gerät auch der Fall sein wird. Trotzdem muss ich sagen, dieses Smartphone nutzt sich ohne Probleme. Ich hatte ehrlich gesagt keine Einschränkungen mit Benachrichtigungen oder irgendetwas in der Art, aber die genannten Punkte möchte ich hier transparent halber für euch einmal vorstellen. Ich bin mir aber sehr sicher, beim offiziellen Release des Honors in Deutschland dürfte das nicht mehr der Fall sein. Eines der wichtigsten Kriterien bei einem Smartphone für euch ist natürlich die Kamera. Und über den Kamerabuckel habe ich eben schon gesprochen. Über Design kann man streiten. Ich muss aber sagen, mir gefällt es sehr gut. Gerade hier in der dunklen Version wirkt das Ganze sehr schön übergehend. Also für mich persönlich ein echter Hingucker. Aber was ist denn jetzt hier verbaut? Insgesamt sind es 3 Kameras. Eine Hauptkamera mit einer 50 Megapixel Linse. Und hier muss man sagen, es ist kein 1 Zoll Sensor. Das könnte natürlich für Kritik sorgen, aber es steht und fällt natürlich am Ende mit der Software. Aber viel interessanter ist dann einfach mal eine 180 Megapixel Zoom-Kamera und da haben wir dann nochmal einen 2,5-fach optischen Zoom. Digital geht das Ganze dann aber am Ende bis auf einen 100-fachen Zoom aus und da muss ich sagen, waren die Aufnahmen wirklich gut. Ihr könnt das hier bei meinem Test nochmal sehen. Dazu bekommt ihr dann nochmal eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Insgesamt bin ich mit den Aufnahmen wirklich zufrieden und muss sagen, dass man hier nochmal ein Stück im Vergleich zum Vorgänger draufgelegt hat. Das darf man auch erwarten, ist aber nicht selbstverständlich. Gerade diese 180 Megapixel für den
den Zoom, die tun dem Gerät wirklich ganz gut und ich finde diese Herangehensweise einfach mal interessant. Aber auch Porträtaufnahmen und Videoaufnahmen waren hier wirklich ein purer Genuss fürs Auge. Also hier muss man sagen, Honor hat abgeliefert. Aber das hat man auch bei der Frontkamera und hier hat man eine 50-Megapixel-Kamera verbaut und zusätzlich einen Time-of-Flight-Sensor. Wenn ihr jetzt sagt, okay, gut, ist dann schön, sieht irgendwie aus wie ein iPhone, falsch gedacht, denn der Vorteil liegt hier an dem 3D-Scanner. Das heißt, euer Smartphone erkennt euer Gesicht komplett und damit ist es extrem sicher und gerade für Online-Banking sehr gut zu nutzen. Es gibt wenige Smartphones, die so etwas anbieten, gerade im Android-Bereich ist das fast niemand. Das iPhone macht das Ganze ja, deshalb ist mir dieser Punkt hier bei dem Smartphone auch nochmal wichtig und diese Pillenoptik, ich mag sie ehrlich gesagt. Kommen wir jetzt aber zum Banger und das ist wirklich, also wirklich geil. Ich weiß, man übertreibt oft, aber hier hat man was geschaffen, denn am Anfang des Videos habe ich gesagt, 225 Gramm. Damit ist es eigentlich ein solides Smartphone, was das Gewicht angeht. Gerade in dieser Größe echt gut und es liegt auch wirklich schön in der Hand, keine Frage. Wichtig wird aber, was man jetzt verbaut hat, ein 5600 mAh Akku. Und ihr könnt euch genau denken, in welche Richtung das jetzt geht. Denn das heißt Screen-on-Time ohne Ende. Für mich waren es knapp 10 Stunden. 10 Stunden, das heißt locker, wirklich locker, kommt ein normaler User auf volle 2 Tage und noch mehr. Das heißt, wenn ihr QHD Plus nochmal runterschraubt, habt ihr hier einen echten Dauerläufer. Wie geil ist das? Und sollte euch wirklich mal der Saft ausgehen, bekommt ihr hier 80 Watt Kabel gebunden und bekommt dann nochmal 66 Watt Kabel los und auch Reverse Charge habt ihr mit dabei. Also ganz ehrlich, was möchtet ihr mehr? Das Netzteil ist mit dabei, da es sich um Importgerät handelt, bekommt ihr hier nochmal einen Adapter mit dazu, aber damit könnt ihr trotzdem die volle Ladeleistung abgreifen. Also ihr seid hier wirklich toll aufgestellt. Stereo-Lautsprecher, auch sehr schön. Fingerabdrucksensor habe ich nicht genutzt, funktioniert aber trotzdem, also zumindest im Alltag habe ich es nicht genutzt, weil der Face-Unlock so gut gewesen ist. Und ihr habt einen Infrarotscanner oben, heißt Fernseher ein- und ausschalten ist damit möglich. Hat dieses Smartphone das Potenzial, das Beste des Jahres zu werden? Also spätestens bei der Akkulaufzeit hat schon mal Klick gemacht, die Performance hat gepasst. Ich bin aber gespannt, wenn das Ganze dann offiziell nochmal als Global-Version kommt, denn ich glaube, es gibt das ein oder andere Feature, das war jetzt hier noch nicht mit dabei, Anydoor oder auch das Lesen von Seiten, wo die Seite angepasst wird an meine Lesegeschwindigkeit, finde ich geil, war jetzt hier soweit noch nicht möglich. Preistechnisch startet ihr bei 877 Euro für dieses Smartphone. Und wenn man jetzt von ausgeht, dass das Honor Magic 6 Pro dann offiziell in Deutschland vielleicht 1,4 kostet, wenn man mal so von diesen Ultra-Top-Preisen ausgeht, habt ihr hier echt eine große Ersparnis. Ja, ihr müsst mit einigen Einschränkungen leben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung zu diesem Produkt. Ihr könnt aber bei Trading Gen Zen, denn die haben mir das Produkt zur Verfügung gestellt, gerne nochmal nachfragen. Die haben WhatsApp-Support, wendet euch da dran. Gerade mit Zoll und so weiter müsst ihr euch keine Gedanken machen. Sie kümmern sich komplett darum. Von daher seid ihr da auf der sicheren Seite. Aber denkt dran, es ist ein Import. Er funktioniert komplett auf Deutsch. Aber wie gesagt, die Einschränkungen gibt es. Das Smartphone selbst ist ein absoluter Kracher und es macht einfach Bock. Und dieses Feeling in der Hand, ich möchte es nicht missen. Und falls ihr jetzt sagt, hey, boah, er findet irgendwie alles geil. Ja, an dem Punkt sind wir im Moment. Es sind feine Nuancen, die vielleicht einen Unterschied machen, die aber über 90% der Leute gar nicht auffällt. Deshalb würde ich einfach sagen, macht eure eigenen Erfahrungen, aber das war eine mega geile Erfahrung. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wem er geht, bleibt fair, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.